Ja, hallo. In dieser Woche gab es ja so einen Live-Talk mit dem Benno und einem Mitarbeiter von Magix, dem Felix. Und ja, was ich da mir anhören musste, war, dass in absehbarer Zeit wohl nicht damit zu rechnen ist, dass die 2022er Versionen von Magix in absehbarer Zeit, also hier vernünftig fehlerfrei laufen. Und das hat mich dazu gebracht, wie viele andere auch, wieder meine alte Version Video Deluxe Plus 2021 auf dem Rechner zu laden. Das habe ich auch gemacht. Ich habe die also parallel installiert zu der Video Deluxe Premium Version und die laufen jetzt also beide parallel und die beißen sich auch nicht. Das scheint hier zu funktionieren. Und nun war ein Grund, weshalb ich zu Premium 2022 gewechselt bin, dass es da Zusatzprogramme gab, unter anderem von Prodet, den Stabilisator. Der funktioniert wirklich einwandfrei und ziemlich zügig stabilisiert der. Und da war ich also begeistert. Auch diese Zusatzprogramme kann ich mit der jetzt alten Version, mit der Plus-Version weiterhin benutzen. Auch die Zusatzeffekte von New Blue zum Beispiel, wenn ich die jetzt hier nicht angezeigt kriege, dann haben wir ja hier die Option auf Scannen zu klicken und dann scannt der die Festplatte durch und findet auch die Zusatzeffekte und beim Neustart des Programms lädt er die auch mit hinein. Also die Zusatzprogramme sind auch jetzt mit der jetzt älteren Version weiterhin nutzbar. So, nun gibt es in der Premium 2022 Version aber auch Vorlagen und Effekte, die die Plus-Version nicht hat und die ich aber auch gerne nun weiterhin nutzen möchte. Da gibt es zum Beispiel ganz vernünftige Titelvorlagen. Außerdem habe ich mir auch selber Titelvorlagen schon erstellt, die ich auch nicht mühsam hier nun nochmal anfertigen will. Oder es gibt in der Premium-Version ganz gute Effektblenden. Auch die gibt es hier in der Plus-Version nicht und die möchte ich aber nutzen. Und nun habe ich überlegt, ja, wie kannst du denn das jetzt realisieren? Und wenn man das Programm hier installiert und das von Magix machen lässt und eben nicht benutzerdefiniert installiert, dann legt ja Magix Ordner an. Und wenn wir mal jetzt hier in den Explorer gehen und hier haben wir den Datenträger C, also die Festplatte, dann hat ja jeder den Ordner Benutzer, der wird ja von Windows so angelegt und da klicken wir mal rein und dann haben wir zwei Ordner, öffentlich und User, und wir gehen in den öffentlichen Ordner und dann haben wir hier einen Ordner, der heißt öffentliche Dokumente. Und da sehen wir schon, da hat Magix jetzt einen Ordner angelegt und auch den klicken wir mal an. Dann haben wir den nächsten Unterordner und auch da gehen wir rein und dann haben wir hier unten den Ordner Video Content. So, und da sehen wir jetzt zwei Ordner, einmal Video Deluxe Premium und das eben neu installierte Video Deluxe Plus. Und das sind die Ordner. In diese legt jetzt Magix die ganzen Effekte und Vorlagen rein. Das sehen wir hier. Hier haben wir so die Audioeffekte. Wir haben die Intro und Outros und Daten für den Music Editor, Overlay-Effekte, die Plugins und so weiter und so fort. Ja, hier liegen die alle drin. Das ist also gar nicht so versteckt. Und jetzt bin ich einfach hingegangen mit Steuerung und A, habe hier alle markiert und ich habe die jetzt einfach rausgeschmissen in den Papierkorb. Man kann die natürlich jetzt in einen anderen Ordner packen und die Daten erstmal sichern. So, dann ist der Ordner leer und dann gehen wir hier unten in den Video Deluxe Premium Ordner und markieren hier wieder mit Steuerung und A alles, kopieren die Ordner und Dateien und packen die jetzt einfach wieder in den Video Deluxe Plus Ordner. Und wenn wir das Programm dann neu starten, dann sehen wir, lädt er uns auch die Effekte alle mit da rein. Und man kann jetzt sozusagen die neuen Effekte mit der älteren Version nutzen. Funktioniert einmal frei. Ich habe das hier ausgeprobiert.
ausprobiert eine Weile. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt läuft das Programm stabil und vernünftig. Und da kann ich erstmal warten, bis die 2022-Version so halbwegs zum Laufen bringen. Hab die ältere Programmversion und kann mit den neuen Effekten arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Okay.